Hallo, herzlich willkommen auch von mir, von uns. Mein Name ist Nina Amin, ich bin Journalistin. Herr Gill hat mich gerade schon vorgestellt. Ich bin unter anderem oder beziehungsweise hauptsächlich beim RBB, beim Hörfunk tätig, als landespolitische Korrespondentin und freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ganz kurz an die Technik, es ist sehr, sehr grell. Es wäre wunderbar, wenn die Lichter, ich glaube, für alle Podiumsgäste wäre es schön, wenn es ein bisschen runtergehen würde. Das wäre sehr nett. Ja, es wurde schon gesagt, worum es hier heute gehen soll. Wir haben eine Menge Fragen und ich würde gleich direkt auch einsteigen wollen und Ihnen erstmal meine Podiumsgäste vorstellen wollen. Zu meiner Linken, wunderbar, viel besser. Besser so? Ja. Karin Priester, emeritierte Professorin der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, Historikerin, Politikwissenschaftlerin und setzt sich seit vielen Jahren beziehungsweise schon Jahrzehnten mit dem Thema Rechtsextremismus und linker und rechter Populismus auseinander und das auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Dann zu meiner ganz, ganz Linken, Stefanie Beck. Sie ist Fachreferentin für Extremismusprävention von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg und geht besonders der Frage nach, ob und wie politische Bildung auch als Mittel gegen Populismus taugt. Dann zu meiner Rechten, Mohammed Amjahid, Berliner Journalist mit marokkanischen Wurzeln, der eine ganze Weile kämpfen auch musste, um hier eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, das auch sehr öffentlich gemacht hat und der sich neben ganz vielen Themen in seiner Arbeit mit Vorurteilen, Ängsten, Ressentiments auseinandersetzt, jetzt gerade eine ganz große Recherche gemacht hat mit Kollegen zusammen von der Zeit über die berühmt-berüchtigte Kölner Silvesternacht, über die wir sicherlich dann auch noch nachher sprechen werden. Es gibt hier ein Saalmikrofon. Sie sind natürlich mehr als herzlich eingeladen, mit uns zu diskutieren. Wir möchten das hier gar nicht auf dem Podium halten, sondern natürlich sind wir sehr an Ihrer Meinung und an dem, was Sie dazu denken, interessiert. Das Mikrofon liegt dort. Wer immer eine Frage hat oder was einwerfen möchte, einfach vielleicht ein Zeichen machen, die Hand heben. Und dann wäre es schön, wenn Sie sich einfach ganz kurz mit Namen vorstellen würden und dann sind Sie natürlich willkommen, hier Fragen zu stellen. Wir fangen an ein wenig klassisch, vielleicht gehen wir ein wenig ins Geschichtliche rein, um so die Einführung zu kriegen. Frau Priester, wenn Sie jetzt die Umfragewerte sehen momentan von der AfD, Ihre Rhetorik auch besonders beobachten, gerade auch um die Jahreswende nach der besagten Kölner Silvesternacht, denken Sie manchmal so, jetzt kommt die nächste rechtspopulistische Welle, mal sehen, wie lange sie bleibt? Oder was haben Sie da für Empfindungen, wenn Sie das so beobachten? Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass Deutschland ja sehr lange immun war gegenüber Rechtspopulismus. Und wir vorab vielleicht auch erstmal definieren sollten, was denn überhaupt Rechtspopulismus ist. Aber jetzt zu Ihrer Frage gleich. Also mein Kollege Frank Decker, Politologe in Bonn, hat vor 3 Jahren einen Aufsatz geschrieben, warum Deutschland so immun ist gegenüber Rechtspopulismus und es den gar nicht gibt. Und er hat, es hat immer einige kleine Bewegungen so am rechten Rand gegeben, von denen man nicht sicher war, sind die rechtsextrem oder sind sie noch konservativ? Also zum Beispiel die Pro-Bewegungen oder so etwas. Aber die AfD existiert ja überhaupt erst seit 2013. So, also Frank Decker hat dann eine Reihe von Gründen genannt, warum Deutschland die Ausnahme von der Regel ist. Nämlich umgeben von lauter Ländern, von Dänemark, Niederlande, Belgien, Frankreich, Italien, Schweiz bis eben Mitteleuropa, in denen alle mehr oder weniger Rechtspopulisten teilweise schon seit den 70er Jahren, das müssen wir uns vielleicht in Erinnerung rufen, es ist ja gar nicht so neu, dieses Thema und dieses Phänomen, also seit den 70er Jahren schon existieren, nur in Deutschland gab es das nicht. Wir hatten zwar die rechtsextreme NPD, aber das ist eine andere Kiste, würde ich sagen. So, und nun haben wir seit 2013 die AfD, eine ganz, also im europäischen Vergleich ganz junge Formation, auch noch viel jünger als die britische UKIP, und die auf Anhieb ja nicht ganz, also erstmal setzte die AfD ja doch sehr erfolgreich an und dann gab es eine Reihe von Querelen und dann
Sommer letzten Jahres den Austritt der Liberalen um Lucke und Henkel, sodass also jetzt eine Neuformation stattgefunden hat und ein deutlicher Rechtsruck. Also die Liberalen sind raus und fassen sich an den Kopf, was sie da wohl so mitgegründet haben und wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Und nun, was jetzt übrig ist, ist aber auch nicht so eindeutig zuzuordnen. Das sind zum Teil Konservative, Rechtskonservative wie Alexander Gauland, ein klassischer Konservativer aus meiner Sicht, bis hin eben zu völkischen Typen wie diesem, wie heißt der, Björn Höcke oder so, okay, und bis zu offenen Antisemiten, von denen ich, muss ich ehrlich gestehen, bis dahin noch gar nicht so viel gehört hatte wie diesem Herrn Gideon. So, also das ist ein breites Spektrum, ein breites rechtes Spektrum, und wie die sich weiterentwickeln werden und wie der momentane Vorstand um Meuthen und Petri sich da auch durchlavieren wird und welche Pflöcke da auch eingeschlagen werden, wissen wir noch gar nicht. Das hängt eben auch ein bisschen von dem Erfolg oder Nichterfolg dieser Partei ab. Und ja, mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Frau Beck, da kommen Sie vielleicht ins Spiel. In Baden-Württemberg hatten wir ja nun gerade in den vergangenen Tagen genau, konnten wir das beobachten, dass dort die Fraktion quasi auseinandergebrochen ist. Wie sehen Sie das? Das passt ja sehr gut dazu, dass man noch gar nicht genau weiß, in welche Richtung sich das überhaupt weiter bewegt. Ja, also ich kann Frau Priester da erstmal zustimmen. Die AfD, wenn man sich die Personen genauer anschaut, ist eine sehr, sehr heterogene Partei, auch in Baden-Württemberg eine sehr, sehr heterogene Partei. Die Spaltung der Fraktion, gestern war das, 13 Abgeordnete haben gemeinsam mit Professor Meuthen die Fraktion verlassen, eine neue Fraktion bereits gegründet, sie nennt sich die Alternative für Baden-Württemberg, gehört weiterhin der Alternative für Deutschland an im Moment, zeigt eben genau, wie zerrüttet innerlich die Partei ist. Ich glaube aber bemerkenswert ist auf der einen Seite, und das kann man in Baden-Württemberg schon sehen, dass die Rechten in der AfD schon sehr stark sind, dass es nicht möglich war für den Ausschluss von Herrn Gideon, der tatsächlich ja ein ganz offen antisemitisches Buch schon vor vielen Jahren geschrieben hat, für diesen Ausschluss keine Zweidrittelmehrheit in der Fraktion zustande gekommen ist. Das heißt, es gab Leute, die zu ihm gehalten haben, und zwar einige, 10 verblieben mit ihm in der Fraktion. Und dann gab es aber wiederum auch andere, 13 Personen, die sich davon distanzieren wollten, denen das ein starkes Bedürfnis war, zu sagen, okay, unsere Alternative für Deutschland ist nicht offen antisemitisch. Und damit können wir einfach nicht mehr mitgehen. Insofern, das zu interpretieren, fällt mir im Moment auch noch schwer. Ich glaube nicht, dass es der Anfang vom Ende der AfD ist. Aber für uns ist es, ich bewerte es jetzt mal für uns positiv, weil damit zu rechnen ist, dass die Alternative für Baden-Württemberg und die Alternative für Deutschland im Landtag von Baden-Württemberg mit Grabenkämpfen beschäftigt sein werden in nächster Zeit und deswegen nicht so viel dazu kommen werden, die ganze Verwaltung mit Anfragen zu beschäftigen, womit wir sonst stark rechnen. Ich sehe verwirrte Blicke nach hinten. Ich habe gerade gehört, das ist die Eismaschine. Das hört aber wohl gleich auf, weil sich so viele umdrehen. Da kommen wir zu dem Punkt, der ja auch groß, also die Basis heute ist hier von der Diskussion, die Medien. Herr Amjahid, es ist ja nun so gewesen, dass bis Ende oder beziehungsweise Mitte letzten Jahres die Empathie und die Sympathie auch für die ganzen vielen Geflüchteten, die ins Land kamen, noch sehr groß war. Das ging aber gleich einher auch mit schon dem Erstarken der AfD. Aber ich habe es in der Einleitung schon gesagt, dass halt um die Jahreswende wirklich sich komplett die Stimmung geändert hat. Und Sie haben das ja auch mit Kollegen nachkonstruiert. Wie ist das? Kann man das so sagen, so einfach sagen, dass die AfD erst groß geworden ist durch die ganze mediale Aufmerksamkeit, im Guten wie im Schlechten? Ich finde das Wort Stimmung und auch Empathie, Sympathie ganz, ganz wichtig und passend, weil ich mir das ganze Phänomen nicht nur staatszentriert angucke, also nicht direkt immer an Parteien denke. Und obwohl das natürlich auch ein wichtiger Teil der ganzen Geschichte ist,
Aber es auch immer wichtig ist, wir Journalisten sagen ja immer die Stimmung einfangen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es monokausal so war, dass die Medien die AfD herbeigeschrieben haben. Aber das kann man natürlich nicht voneinander trennen. Heute gab es einen guten Artikel bei den Kollegen von Zeit Online, die da wurde analysiert, wie Boris Johnson damals für den Telegraph nach Brüssel gegangen ist als Korrespondent. Boris Johnson war ein Journalist und man da schon gut erkennen konnte, wie Meinungsmache funktioniert. Und analog dazu war ja Alexander Gauland auch ein Journalist. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, ins Archiv zu gucken. Und schon 2001, 2003 wurde da das AfD-Programm entworfen in seiner Kolumne, in seinen Artikeln. Das heißt, das ist etwas, was geschichtlich gesehen immer auch ein bisschen früher gefasst werden sollte als eine Gründung einer spezifischen Partei. Ich würde aber auch sagen, dass man das zumindest in den letzten 2-3 Jahren schön beobachten kann, wo es immer diese Umbrüche gab. Und Silvester ist halt so ein Moment gewesen, wo wir nach unserer 6-monatigen Recherche beim Zeitmagazin herausgefunden ist, ein komisches Verb, aber dann gemerkt haben, darauf haben aber auch viele gewartet. Also nach der großen Diskussion über die sogenannte Willkommenskultur, obwohl das ja auch so eine Blackbox ist, die man dann aufmachen kann, wollten das ganz viele überhaupt gar nicht wahrhaben. Und es hätte, und dieses Ereignis am Hauptbahnhof war halt ein Proxy für sehr viele Leute. Und dann hatten man hunderte von Blogs, von rechten Blogs, die dann beschrieben haben, wie da Araber und Muslime Bürgerkrieg gespielt haben mit Bomben und Waffen. Und das ist dann halt für mich dann als Journalist ganz wichtig, da einfach die Fakten nachzurecherchieren und darzustellen. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ich würde jetzt nochmal ganz gerne zu Frau Priester zurückspringen. Rechtspopulismus, sagten Sie, das ist dann erstmal was man irgendwie richtig definieren muss. Vielleicht passt das an dieser Stelle ganz gut, wo wir über die Genese sprechen, über die, wie das entstanden ist. Wie würden Sie das fassen? Gar nicht. Wissen Sie, es gibt in den Sozialwissenschaften Phänomene, die sind wie ein Pudding, den Sie nicht an die Wand nageln können. Das ist so weich, so veränderbar auch, wie eine Art Knetmasse. Und wenn Sie es fest definieren wollen, müssen Sie ja sagen, Rechtspopulismus ist, oder unter Rechtspopulismus verstehe ich A, B, C und so weiter. Und das können Sie in diesem Fall nicht, wie Sie auch schon beim Populismus das nicht können, beim Populismus insgesamt. Sie können sehr wohl sagen, Liberalismus ist, weil es nämlich liberale Klassiker gibt, weiß ich, John Locke oder Mills oder wen auch immer, die eine theoretische Basis gelegt haben. Und es gibt Politiker seit der Weimarer Republik, die definiert und gesagt haben, wir verstehen unter Liberalismus dies und jenes. Genauso können Sie auf linker Seite sagen, kommunistisch ist das oder sind Leute, die sich auf Marx und Engels berufen und die haben das und das gesagt, gewollt, getan. Das können Sie beim Populismus insofern nicht, als es mehr eine Sache der Stimmungen ist. Populismus ist ein klassischer Katalysator. Ein Katalysator, der einen Unmut sozusagen schwammartig aufsaugt. Und dieser Unmut kann ganz unterschiedliche Gründe haben und hat historisch auch unterschiedliche Gründe, je nachdem, was in einer Gesellschaft gerade als besonders brisant empfunden wird. In der Regel kann man aber zwei feste Markierungen sozusagen festhalten beim Populismus, nämlich einmal die Kritik an den Eliten. Und das ist schon etwas anderes als beispielsweise der Marxismus, der gesagt hat, wir kritisieren das Kapital, das Großkapital, das Bankenkapital oder was auch immer. Populisten kritisieren die Eliten. Und da ist dann schon die Frage, ja, was sind das denn überhaupt für Leute? Das zum einen. Und zum anderen
eben die, die Stoßrichtung, eine moralisierende Stoßrichtung gegenüber denen da oben, denen unterstellt wird, häufig übrigens zu Recht, das ist nicht alles falsch, was da von populistischer Seite kommt, denen unterstellt wird, die missachten das Volk, die hören nicht auf das Volk, die entmündigen das Volk und die betreiben eine Politik, die nicht im Interesse des Volkes ist. So, nun haben wir die zweite Definitionsebene, wer ist das Volk oder was ist das Volk? Zunächst einmal ist da interessant eine sprachliche oder eine semantische Bedeutungsverschiebung oder sagen wir mal ein Wechsel im Gebrauch, der etwa um 2000 ansetzte. Interessanterweise bei dem Niederländer Pim Fortuyn, ich weiß nicht, ob Sie sich an den noch erinnern können, hochinteressanter Mann, der als erster gar nicht mehr vom Volk sprach, sondern von den Leuten, den Bürgern, den Menschen. Und das hat sich tradiert bis heute, wenn Sie etwa Pablo Iglesias von der spanischen Partei Podemos hören, der spricht nicht vom Volk, der spricht von la gente. Ich hoffe, ich spreche es Spanisch, heißt es wahrscheinlich la gente, aber ich kann Italienisch, aber nicht Spanisch. Also la gente, und interessanterweise hat auch auf rechter Seite Berlusconi oder Umberto Bossi von der Lega Nord, die haben immer nur von la gente gesprochen, nie vom Volk. Also, wo haben wir da, wenn also Populismusforscher sagen, Populisten polarisieren zwischen den Eliten und dem Volk, muss man das schon mit einer gewissen Vorsicht betrachten, denn Populisten sehen sich selbst gar nicht so. So, wer sind nun aber diese Leute? Das ist ja genauso ein Pudding, den Sie nicht an die Wand nageln können. Wir alle sind Leute irgendwie. Und wer ist also gemeint? Und gemeint sind also mehr auf der rechten Seite alle, die hart arbeiten, schaffen, den Wohlstand mehren gegenüber den Schmarotzern. Das ist so eine klassische Gegenüberstellung im Populismus. Wir, die hart arbeitenden Menschen, also vom Handwerker, vom Arbeiter bis hin eben auch zum kleinen Unternehmer, Handwerksbetrieb oder Kaufleute oder heute sind es auch Zahnärzte, IT-Fachleute, also auch durchaus gebildete Menschen, die aber irgendwo fest im Berufsleben stehen, Steuern zahlen und sozusagen den von sich behaupten, sie seien der Kern der Gesellschaft. Und gegen die Schmarotzer wettern. Ja, und die Schmarotzer. Wer sind nun die Schmarotzer? Genau, die Schmarotzer, das sind alle diejenigen, die vom Staat unterstützt werden. Also Sozialhilfeempfänger, aber auch natürlich Asylbewerber oder Arbeitslose. Also alle, die nicht produktiv zum Erhalt oder zum Bruttosozialprodukt dieser Gesellschaft beitragen. Auf linker Seite, wenn Sie mal so Podemos nehmen, das ist ja hochinteressant, werden die Leute genauso definiert, wie ich das jetzt gesagt habe, und da könnte jeder AfDler das unterschreiben. Also es ist ein breites Spektrum von Menschen, die nicht zur Oligarchie gehören, also zu den Superreichen, zu den Millionären, Milliardären, zu den Bankenvertretern, zum Finanzkapital und zur Großindustrie. Also es wird eine kleine Gruppe, wird als Elite sozusagen definiert, denen man aber unterstellt, übrigens nicht zu Unrecht, dass sie die Fäden in der Hand haben. Und das gilt auch für die politischen Eliten zunehmend, insbesondere dann, und das ist vielleicht auch im Hinblick auf unsere Diskussion in Deutschland interessant, denen unterstellt wird, es gäbe keine echte Alternative mehr. Und das ist insbesondere dann der Fall, nachweislich auch der Fall, also zum Beispiel in der Schweiz oder in solchen Ländern oder in Österreich,
wenn Sie lange Zeit große Koalitionen gehabt haben, also über 10, 20 Jahre hin, und die beiden großen Volksparteien, in der Regel sind es ja eine Konservative unter unterschiedlichen Namen und die Sozialdemokraten, also sozusagen Mitte-Links, wenn die lange Zeit zusammengearbeitet haben in einer großen Koalition, oder in der Schweiz ist die Situation noch wieder ein bisschen anders, aber so eine Art Absprachenpolitik gemacht haben, wie sie auch in den Niederlanden hatten und so weiter, dann stellt sich bei vielen das Gefühl ein, es gibt keine Opposition mehr, es gibt keine wahre Alternative mehr und diese Eliten sind sozusagen ein Kartell. Und dieser Begriff des Kartells stammt nicht von Populisten, sondern stammt von ganz seriösen Politikwissenschaftlern, die das nämlich schon längst festgestellt haben und ein Problem, darin auch ein Problem sehen für die Demokratie. Und wenn Sie mal so gucken, Österreich ist ja so ein probater Fall, jetzt wo die Wahl des Bundespräsidenten wiederholt werden muss, wird uns das stärker beschäftigen, wo eben seit langem die ÖVP, also die klassische konservative oder bürgerliche Partei, und die Sozialdemokraten in einer großen Koalition saßen, kurz unterbrochen auch mal durch eine kurze Phase, in der auch die FPÖ, also diese populistische Partei, Freiheitliche Partei Österreichs, damals noch unter Jörg Haider, dem verstorbenen Jörg Haider, mit an der Regierung war, aber dann sofort auch abgestraft wurde von den Wählern und Wählerinnen. So, in dieser Lassen Sie uns nach Deutschland zurückkommen, dann können wir. Ja, weiter. Gut, aber ich dachte, es geht um Rechtspopulismus und nicht über Deutschland. Doch, gut. Also, was möchten Islam Sie zu Deutschland wissen? Ja. Seit wann der Islamismus? Ja, ich würde gerne einfach noch ein bisschen auf dieses. Es ist ja, wenn wir jetzt von. Sie haben die Schmarotzer angesprochen, die halt ganz stark als Feindbild dienen. Und es ist ja auch so, dass noch sehr viele weitere Menschen und auch in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch Muslime, die schon lange in Deutschland leben, von Rechtspopulisten oder sagen wir jetzt von auch vielen AfD-Wählern oder Sympathisanten als Teil dieser Schmarotzer gesehen werden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Da wird ja ein Feindbild aufgebaut, um das es hier auch gehen soll. Wie kann das sein, dass obwohl diese, bleiben wir bei der AfD, erst so kurz quasi da ist, dass so viele Leute mobilisiert hat, zumindest laut Umfragen. Das heißt ja, dass das wirklich Ängste sind, vor diesen Muslimen, vor dem Islam, die viele vielleicht immer in sich gespürt haben und jetzt auch sich trauen zu sagen. Ist das was irgendwie lange rumwaberte und wo jetzt auch einfach viele Sprachrohr bekommen haben und sich das trauen zu sagen und dann mit ihrer Meinung zu sagen? Also ich würde ergänzend noch meine Beobachtungen dazu in den Ring werfen, dass die Konfliktlinien natürlich ein bisschen komplizierter sind als, also ich glaube, da steckt sehr viel Realität auch und oder empirisch kann man das auch beobachten, dass da von Schmarotzern, von Elite, von dem arbeitenden normalen Bürger gesprochen wird, aber dass da ganz viele weitere Realitäten dazu erfunden werden. Also wenn es dann heißt, im AfD-Programm, dass es mehrere Absätze lang um den Islam geht, dass da natürlich auch auf diese Ängste zurückgegriffen wird. In Klammern, Angst ist immer ein schlechtes Argument. Dass da aber sehr viel vermischt wird, was ja auch in der langen antisemitischen Geschichte in Deutschland sehr oft passiert ist, dass da Kapital und Leute regieren die Welt und dann wird es irgendwie mit dem Judentum zusammen verknüpft. Ich will nicht sagen, dass es analog jetzt passiert, aber dass da sehr viel Verwirrung auch herrscht und bei ängstlichen Wählerinnen und Wählern vielleicht auch auf fruchtbarem Boden dann fällt. Und die Frage für mich dann immer sich stellt, wie man dann in einen Dialog eintreten kann und wie es tatsächlich dazu kommt, dass
in Sachsen-Anhalt fast ein Viertel der Wählerinnen und Wähler dann tatsächlich AfD wählen. Ist es nur Protest? Dann frage ich mich, was sind das für Protestwähler, die dann ihr Kreuzchen da machen? Ist es wirklich auch Überzeugung und sagen die Leute, dass unser Land, wer sind wir eigentlich überhaupt, überrannt wird? Auf welchem Planeten leben diese Leute, vor allem wenn sie in Sachsen-Anhalt leben? Dann kommt natürlich auch so ein Thema, vielleicht können Sie dann darüber mehr erzählen, was politische Bildung dann bewirken kann. Für mich ist es aber erstmal ganz wichtig festzustellen, dass es kompliziert ist und dass da sehr viel auch einfach mit Rhetorik und auch mit dieser Angst gespielt wird. Gehe ich gern gleich kurz ergänzend drauf ein. Also zu diesem Einstellungspotenzial und zu der Angst vor dem Islam unter ganz vielen anderen menschenfeindlichen Einstellungen finden sich diese Befunde eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Also in Deutschland gibt es ein stabiles Einstellungspotenzial, jetzt dieses Jahr wieder von der Bertelsmann Stiftung, zum Beispiel in einer Studie gezeigt, 40% ungefähr der deutschen Bevölkerung fühlen sich durch die Muslime fremd im eigenen Land. Dann die Forschung zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zeigt, dass Einstellungen, menschenfeindliche Einstellungen, aber auch gegenüber Homosexuellen, gegenüber Muslimen, gegenüber geflüchteten Menschen, gegenüber Sinti und Roma teilweise bei bis zu 50% liegen. Dieses Einstellungspotenzial ist da und es ist stabil und es ist seit vielen Jahren eigentlich stabil, seit mehreren Jahrzehnten schon. Und deswegen glaube ich, es ist auch zu einfach zu sagen, jetzt plötzlich war zum ersten Mal eine Partei da, die dieses Islamthema aufgegriffen hat und jetzt können es alle endlich mal sagen. Es ist für mich nicht ganz schlüssig, warum das nicht hätte schon früher passieren sollen, wenn tatsächlich die menschenfeindlichen Einstellungen auch der einzige treibende Motor da sein sollten. Sondern ich glaube, dass die Wählerschaft, jetzt wenn wir bei der Alternative für Deutschland bleiben, sehr, sehr heterogen ist, dass es da Menschen gibt, die die Alternative für Deutschland gewählt haben, weil sie islamfeindliche Positionen vertritt und die genau auf dieses Narrativ von nationaler Identität eingestiegen sind, aber dass es auch viele Leute gibt, die sie gewählt haben, obwohl sie diese Parolen verbreitet, weil sie sich vielleicht gewünscht haben, dass es tatsächlich, wie Sie auch gesagt haben, Frau Priester, eine neue Partei gibt, die besser auf ihre Bedürfnisse eingeht, als es die bisherigen Parteien in den letzten Jahren gemacht haben. Darf ich dazu was sagen? Ich habe ein Problem mit Adjektiven wie menschenfeindlich. Ich finde, das ist extrem moralisierend und trägt analytisch überhaupt nichts zum Verständnis zum Verständnis und zum Umgang mit diesen Problemen bei. Ich finde, es ist das gute Recht eines jeden Demokraten, gegen den Islam zu sein. Ich finde das nicht menschenfeindlich. Was heißt denn, wenn ich gegen den Islam bin, bin ich gegen bestimmte Ansichten über die Rolle der Frau, über Homosexuelle, die im Islam, in islamischen Ländern und Kulturen weit verbreitet sind? Ich glaube nicht, dass man das leugnen kann. Und wenn ich dagegen etwas habe, denke ich nicht, dass ich da menschenfeindlich agiere. Also ich würde darum bitten, dass wir so diese sehr schnell von der Hand gehenden, moralisierenden Adjektive doch vielleicht etwas kritisch betrachten. Dürfte ich dazu auch was sagen? Mir ist es dann immer ganz wichtig, zwischen Demokratie und Rechtsstaat auch noch mal zu differenzieren. Natürlich kann man demokratisch sehr viel auch in Deutschland sagen. Das ist auch wichtig und richtig. Nur rechtsstaatlich gesehen ist es ganz schwierig. Vielleicht ist das Adjektiv menschenverachtend dann natürlich auch nicht analytisch genug, aber es ist ganz schwierig, dann eine Gruppe zu homogenisieren. Und es gibt natürlich nicht den Islam, es gibt auch nicht die islamische Welt und es gibt auch nicht, so wie es auch nicht die Rechtspopulisten gibt. Das haben Sie auch schon ja dargestellt, dass es ja sehr, sehr divers ist. Aber ich würde dann tatsächlich dafür plädieren, dass man Rechtsstaatlichkeit nicht mit auch dieser Angst vor der Moral vermischt, weil
es ist nicht gut, wenn, wenn man mit oder ohne gute Argumente eine Gruppe sich vornimmt und sagt, ja, die kriegen jetzt da auf die Fresse, weil ich mag den Islam nicht. Also ich mag auch andere Sachen nicht, aber halte mich zurück mit der Generalisierung, der Kulturalisierung vor allen Dingen. Das geht meistens schief. Ja, noch kurz. Ich würde auch gerne, also ich stimme Ihnen zu, dieser Begriff Menschenfeindlichkeit ist sehr, sehr stark und sehr moralisierend. Aber es gibt dazu einen großen Forschungskomplex und die Forscher haben dieser Forschung diesen Namen gegeben, deswegen sage ich Ihnen so. Nichtsdestotrotz gibt es da analytisch große Schwächen. Und man muss natürlich, darf man den Islam kritisieren oder bestimmte Islamverbände kritisieren, aber das Problem ist ja die Pauschalisierung und das als homogen Denken einer Gruppe, seien das jetzt die Muslime oder Sinti und Roma oder welche Gruppe auch immer da rausgepickt wird. Und so eine Pauschalisierung oder dieses als homogen Denken in Verknüpfung mit einer Abwertung, das halte ich schon für problematisch. Es gab jetzt hier gerade eine Frage. Jetzt ist der Fragesteller wieder weg. Ich wollte die Eismaschine ist wieder an. Die Eismaschine ist klar, aber der Frage, die hier war gerade. Die Eismaschine hat eine Frage. Stimmt. Okay. Also okay, alles klar, gut. Aber bitte, ich freue mich, wenn Sie Fragen stellen. Dürfte ich da noch ein Beispiel irgendwie erwähnen? Heute hatte ich, weil ich wusste, dass ich hier sitzen werde, auch einige Diskussionen auf Twitter. Und mir hat ein User dort geschrieben, alle muslimischen Männer vergewaltigen unsere deutschen Frauen. Das ist keine legitime Islamkritik. Das ja, aber darüber müssen wir doch gar nicht diskutieren. Also ja, entschuldigen Sie. Das freut mich. Allerdings muss man sagen, dass das schon in sehr vielen Kreisen, vor allen Dingen, wenn wir über die AfD sprechen, das natürlich als legitime Kritik dargestellt wird. Ja. Und dass da auch Grenzen ausgetestet wurden in den letzten Monaten und auch 2015. Und dass immer weiter gesagt wird, das muss man ja auch mal sagen dürfen und deswegen schreibe ich jetzt Mohammed, weil er so heißt, wie er heißt, an und sage ihm, er soll sich von da und da distanzieren. Und da ist es mir ganz wichtig, zu sagen, tatsächlich, da können wir nicht darüber diskutieren und auch das nicht so formulieren. Und dann, da finde ich es auch nicht menschenverachtend, da für mich auch einfach eine Grenze zu ziehen. Das ist halt auch nochmal, da kommen wir auch nochmal zu dieser medialen Spirale, die das genommen wird, hat, was ich sagte vorhin, Köln, die Silvesternacht. Sie sind ja dann unter anderem auch nach Marokko gefahren und haben geguckt, was das für die Marokkaner da vor Ort eigentlich bedeutet hat, dass jetzt quasi, nicht alle, aber viele Leute, Nordafrikaner, nach der Nacht quasi nordafrikanische Männer zwischen 20 und 40 abgestempelt haben. Was natürlich aus unserer Sicht Quatsch ist, aber was halt auch durch die mediale Darstellung, durch die Diskurse, die in den Netzwerken geführt worden sind, einfach de facto so ist, dass es viele nordafrikanische Männer in der Zeit danach extrem schwer hatten auf Deutschlands Straßen. Und Na Moment, also erstmal haben sie was getan und danach es ihnen... Genau, die auf dem Platz nicht, waren. Sie haben nicht die Platz etwas auf dem Platz getan, waren, sondern... Gut, aber das ist eine alte Regel mitgehabt. Ich würde Ihnen wirklich ans Herz legen, unsere 6-monatige Recherche zu lesen. Wir haben versucht, qualitativ auf die Täter zu gucken und zu sagen, dass das mehr als nur Nordafrikaner sind, sondern die haben auch bestimmte Profile mitgebracht. Das soll nicht entschuldigend wirken, sondern es soll einfach journalistisch sauber recherchiert sein, dass wir auf ein Tätermilieu gucken und dazu gehört mehr als nur die Herkunft. Und dann können wir da tatsächlich darüber reden, dass zum Beispiel sexualisierte Gewalt nie und nirgendwo okay ist und egal von wem sie kommt. Dass wir darüber reden, wie wir solche Leute entweder resozialisieren oder davon abbringen, solche Taten zu begehen. Die Generalisierung aber, dass die dann das da gemacht haben, also die Nordafrikaner, und dann wurden sie erst diskriminiert, das finde ich dann auch wieder schwierig, weil ich war an Silvester zum Beispiel nicht in Köln und trotzdem werde ich von außen als Nordafrikaner definiert. Und allein aus egoistischen Gründen habe ich dann Interesse daran, das klarzustellen. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Bitte, wenn Sie sich kurz namentlich vorstellen, bitte.
Ja, das, also jetzt ist es an. Ja, genau. Also ich bin Susanne Tassler. Ich studiere an der Freien Universität Berlin Politik und Englisch auf Lehramt und möchte mich in meiner zukünftigen Masterarbeit auch eben mit Islamismus in der Schule befassen. Und ich finde es eigentlich sehr spannend, welches Thema Sie hier aufgemacht haben. Also es geht, ja, was angesprochen wurde, es geht um Religionsfreiheit. Also empfinde ich es als deutscher Vertreter von demokratischen Rechten wichtiger, dass Religionsfreiheit hier gilt oder setze ich andere demokratische Rechte voraus, so wie Sie vorhin angesprochen haben. Man darf eben sagen, ich setze mich mehr für die Rolle der Frau ein. Und dann wurde auf andere, von Frau Beck, und ich habe ihren Namen leider nicht mehr im Kopf, Entschuldigung, eben angesprochen, ja, aber das Problem ist wiederum die Verallgemeinerung. Aber wie gehe ich damit um? Denn in der eigenen Meinungsbildung erschlägt mich diese Frage persönlich. Und ich denke, auch in den Medien wird damit eben sehr eindimensional umgegangen. Und das wiederum, also diese eindimensionale Darstellung, dass man zum Beispiel das alles nicht sagen darf. Ich darf nicht sagen, ich finde schlecht am Islam, dass Frauen Kopftücher tragen. Das darf ich alles nicht tun, weil dann bin ich irgendwie rechts. Das ist, finde ich, das ist das, was mir entgegengebracht wird. Und wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir mit den Meinungen der Menschen umgehen, dass sie offen sagen können, wie sollen wir das tun? Genau. Wir schließen da gleich noch eine Frage, das war, empfinde ich auch als Frage aufs Podium, wir schließen noch eine an und dann gibt sie die Möglichkeit zu antworten. Also, mein Name ist Jacqueline Mahmutovic und bin Bildungsreferentin. Ich arbeite beim Bildungsteam Berlin-Brandenburg und wir haben gerade... Können Sie ein bisschen lauter? Ja, ans Mikrofon. Kann ich. Wir sind gerade dabei, in Kooperation mit der Hochschule Landshut die nächsten 4 Jahre für die politische Bildungsarbeit, für Multiplikatorinnen, sprich Schule, andere Institutionen, aber auch für Jugendliche. Und es geht um die Mehrheitsgesellschaft, Bildungsmaterial zu entwickeln, wo es um antimuslimischen Rassismus gibt. Weil das, was es gerade gibt, ist nämlich tatsächlich, der Islam wird erklärt. Und ich kriege hier echt gerade so Schnappatmungen, wenn ich Aussagen höre. Ich bin auch gegen den Begriff Menschenfeindlichkeit. Ich bin dafür, Sachen zu benennen, wie sie sind. Entweder ist es Sexismus oder ist es rassistisch. Und das, was ich zum Teil höre, empfinde ich als rassistisch. Und das ist für mich nicht feindlich. Ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Begriff von feindlich oder wer ist fremd. Und in diesem Land darf man sagen, was man will. Dafür kommen Sie nicht? Nee, solange es verfassungswidrig ist, finde ich auch richtig. Eben. Solange es Holocaustleugnung ist, finde ich auch richtig. Aber wenn Menschen da sind, die sagen, ich möchte nicht, dass du mich so und so benennst, dann können sie das sagen und ihnen passiert nichts. Ja? Also von daher kann man in diesem Land sagen, was man will. Ich verstehe den Punkt nicht. Nee, worauf wollen Sie ich kann hinaus? Ihnen den Punkt sagen, weil diese furchtbare Debatte, oh, jetzt dürfen wir gar nichts mehr sagen, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht, wir dürfen gar nichts mehr sagen. Sie dürfen alles in diesem Land sagen und ich will, dass wir davon wegkommen. Ja, ich darf nichts gegen den Islam sagen. Sie können so viel sagen, wie Sie wollen gegen den Islam. Das war jetzt an dich gerichtet. Ja, aber ich glaube, das war jetzt... Das passiert nichts. Das ist jetzt, glaube ich, auch einfach in der Diskussion... Ja, ich glaube, es ist in der Diskussion jetzt, so wie ich es verstanden habe, war es auch einfach ein Beispiel, mit was für Argumenten halt auch bei rechtspopulistischen Gruppierungen oder bei der AfD oder bei wem auch sonst gearbeitet wird. Das wird ja oft gesagt, das wird ja oft ins Feld geführt, diese, ach, darf man das nicht mal sagen. Und das ist natürlich etwas, das kann man natürlich denen sagen, es stimmt nicht, man kann alles sagen, aber das sind natürlich Dinge, die... dann bei vielen Leuten die Reaktion hervorrufen, die jetzt hervorgerufen wird. Also das ist jetzt, denke ich, sollten wir einfach gucken, was in dem Zusammenhang halt auch getan werden kann, um sowas aus dem Weg zu gehen. Und ein Weg ist, glaube ich, und das hatten wir auch im Vorgespräch schon mal, dass man halt zum Beispiel nicht immer über die reden sollte, sondern vielmehr mit denen, was ja lange, lange Zeit nicht getan wird, was jetzt ein wenig anfängt, weil jetzt auf einmal alle merken, ups, bald sitzen sie in ganz vielen Länderparlamenten. Müssen wir jetzt wohl. Entschuldigung, ich wollte nicht. Bitte. Ja, ich würde gerne auf die Frage der angehenden Lehrerin noch kurz eingehen, weil ich das ganz interessant finde. Ich stimme Ihnen absolut zu, man darf im Prinzip alles sagen, aber berechtigterweise haben Menschen Schwierigkeiten, wenn pauschalisiert eine Gruppe, der sie angehören,
auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt wird. Und wenn Sie zum Beispiel gerade das Kopftuchthema nehmen, was ja sehr empfindlich immer ist, ich mache viele Fortbildungen mit Lehrerinnen und Lehrern, wo das Thema sehr, sehr oft und sehr kontrovers diskutiert wird. Es ist hoch emotionalisiert, es ist irgendwie eine Symboldebatte geworden für alles Mögliche. Und die Leute erstmal dazu zu bringen, konkret zu benennen, was eigentlich ihr Punkt ist und das Thema einfach aufzubrechen, zu zeigen, die allermeisten Musliminnen in Deutschland, die ein Kopftuch tragen, machen das völlig freiwillig, weil es für sie ein Gottesdienst, ein Symbol ihres Glaubens ist und das ist ihr gutes Recht. Und dann gibt es natürlich auch Einzelfälle von Frauen, die dazu gezwungen werden und das ist furchtbar und das muss kritisiert werden und das müssen muslimische Verbände kritisieren, genauso wie andere auch und das sollen sie auch und dürfen sie auch. Aber das Thema ist halt nicht in einem Satz abgehandelt und so ist es mit ganz vielen Themen und ich glaube, das ist die Herausforderung für Schule, auch im Unterricht, aber erstmal auch in der Auseinandersetzung mit anderen Lehrkräften, diese Komplexität wahrzunehmen und in den Debatten einzufordern. Hier war noch eine Frage hier vorne. Es waren jetzt insgesamt drei Personen. Soll ich die alle drei dran nehmen und dann? Ja, dann sammeln wir noch mal. Okay. Gerne. Salim Samai, ich habe eine Frage und eine Bemerkung. Die Frage ist, wer hier hat die drei heilige Schriften gelesen? Die Tora, die Bibel und der Koran hier in die ganze Gruppe hier. Wer hat die drei Bücher gelesen? Ist das wichtig? Das ist sehr, sehr entscheidend. So wir reden. Wann man hat die drei Bücher gelesen? Man redet über Fakten und man redet mit Wissen. Man redet nicht über, was man hat gehört. Übrigens, 99% der Muslime haben keine Ahnung von Islam. Ich auch, bevor ich habe gelesen. Das kam von meiner Mutter und meinem Vater, die sind analphabetisch. Übrigens hier auch in Deutschland. Es ist so viel geredet über Religion. Niemand hat seine eigene Bibel gelesen oder den Koran oder die Tora. Jetzt, ich habe die Bemerkung. Sie haben erwähnt... Sie mich jetzt, ja, Entschuldigung, Ihre Name, I'm sorry, ich könnte nicht... Priester direkt. Wie Bischof. Ja. Sie haben erwähnt, Gideon, Spiegel hat eine Meinung, leider, ich könnte nicht mich erinnern, der Name hat eine Meinung und er hat Antisemiten definiert, Bundestag, linke Abgeordnete, die sind... bleiben beim Sitzen, als der Präsident von Israel hat irgendeine Rede im Bundestag gemacht. Ich bin 100% pro Hamas, pro Hezbollah und ich unterstütze die Palästinenser und ich kritisiere Israel 100%, wie ich habe unterstützt die ANC, die Sandinista und die Algerier, ich komme aus Algerien, gegen Frankreich, als sie waren kolonialisiert. Übrigens, mit Michel Rocard, er ist vor kurzem gestorben, die Algerier haben ihm eine Hommage gegeben, weil er hat unterstützt ihren Kampf. Bin ich Antisemit? Letzten Sonntag, GPS, Farid Zakaria hat eine schöne Stunde über Why They Hate Us, eine ganze Stunde, hat alles gut erwähnt, hat nicht einmal das Wort Israel erwähnt. Das Wort, einmal das Wort, eine ganze Stunde. Why they hate us. Und sehr gut, hat alles erwähnt. Khomeini, Saudi-Arabien, Said Qutb, alles möglich. Nicht einmal das Wort Israel. Wie können wir eine Diagnose machen und Probleme lösen? Wie können wir über Islam reden, wenn wir erwähnen nicht, dass einmal eine Sekunde Israel. Das ist, wenn ich gehe zum Arzt in Algerien, ein dummer Arzt sagt, wo tut es weh? Ich sage, es tut weh hier. Okay. Denn er versucht, eine Diagnose zu machen. Dankeschön. Bedanke mich. Dankeschön. Der nächste Fragesteller, da, die Dame. Ja, mein Name ist Eva Brandstätter. Und mich interessiert, es gibt ja diesen viel zitierten besorgten Bürger. Und mich würde interessieren, wie groß ist dieses... Nehmen Sie das Mikrofon ein bisschen hier ran, sonst können wir Sie... Ja, es gibt den viel zitierten besorgten Bürger. Und mich würde interessieren... Wie ist dieses Potenzial analysiert oder was könnte sich daraus entwickeln, wenn zum Beispiel diese Bürger mit dieser Studie von der Universität Münster konfrontiert werden, Frau Priester wird es sicher kennen, indem zum Beispiel jeder zweite Muslim der Meinung ist, dass die Gesetze des Islam eher zu befolgen sind als die des Staates, in denen er lebt, und 3/4 der befragten Muslime
der Meinung sind, dass Bücher, Filme und so weiter, die den Islam beleidigen, verboten werden müssten. Also das ist ja eine Entwicklung, die weitergeht. Und andererseits ist Islam für Migranten ja auch ein großes identitätsstiftendes Merkmal, was man auch nicht unterschätzen darf. Also das alles unter einen Hut zu kriegen. Oder wie, also meine Frage ist, wie geht man damit um oder sollte man damit umgehen? Danke. Ist die nächste Frage direkt dazu, weil sonst würde ich, weil das eine ziemlich komplexe Frage ist, erstmal darauf antworten wollen. Okay, dann bitte eine kurze Frage, damit wir wieder zurück aufs Podium kommen können. Passt zu dem Thema. Ich bin Volker Birkening, Sozialwissenschaftler und Psychologe. Ich habe durch eigene Erhebungen ein gewisses Unbehagen, das nicht als Angst unbedingt zu bezeichnen ist, vor den Veränderungen dieser Gesellschaft feststellen können. Und zwar in einer Weise, dass man ganz einfach befürchtet, dass sich die Gesellschaft verändert und das auch an Fakten betrachten kann. Die Angst, die bei vielen, ich benutze jetzt doch mal das Wort Angst, da mitschwingt, ist auch abgeleitet aus der Tatsache, dass man viele Menschen aus muslimischen Ländern hier als Flüchtlinge im Land hat, die natürlich nicht nur sich selbst bringen in dieses Land, sondern auch ihre Konflikte. Das kann man nicht verleugnen. Und wenn man sich mal eine Gesellschaft betrachtet, so muss man doch wohl erkennen, dass eine Gesellschaft mit Gliedern, die eine relativ homogene Lebensauffassung in sich tragen, relativ stabiler sind als zunächst heterogene Gesellschaften, die doch die Tendenz haben, auch mal ganz schnell in fragmentierte Gesellschaften zu zerbrechen. Und diese Befürchtung haben in der Tat viele Menschen. Und sie orientieren sich auch an Faktischem. Das kann man nicht verleugnen. Da kommen wir zurück aufs Podium. Bitte schön. Ich glaube zum Beispiel, dass die USA ein sehr heterogen zusammengesetztes Land und eine Gesellschaft ist. Und als ich da einige Male war, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass da große Angst herrscht. Natürlich von außen betrachtet ist es noch ein bisschen anders, weil da auch eine es gibt natürlich eine terroristische Gefahr leider heutzutage von verschiedenen Seiten überall, aber das wäre ein Gegenbeispiel für ihre Diagnose oder ihr, Sie schütteln den Kopf, vielleicht können Sie gleich nochmal dazu was sagen. Der Punkt ist, ich möchte nochmal auf diese erfundenen Realitäten zurückkommen, weil es gab mal eine, jetzt habe ich vergessen, wer diese Studie durchgeführt hat, aber man hat abgefragt, wie hoch der Anteil von Ausländern und Muslimen in den jeweiligen Ländern in Europa ist. Und da hieß es in Frankreich bestimmt 40%. Natürlich viel, viel weniger. In Deutschland hieß es, oh, das sind bestimmt so vielleicht so 20 Millionen, weil wir natürlich auch immer die ganze Zeit darüber reden, weil die Diskussion auch sehr emotional aufgeladen ist. Natürlich kann ich mir vorstellen und lese auch die Beiträge zu Diskussionen in Klassenzimmern hier in Berlin. Ich würde auch sagen, dass man eher im Rahmen des Grundgesetzes alles sagen kann, muss aber dann auch aushalten können, wenn Sie zum Beispiel ganz konkret gegen das Kopftuch argumentieren, dass dann auch dagegen Argumente dann auf Sie zukommen. Und was wir gemeinsam versuchen sollten, aus meiner Perspektive, ist ruhiger und sachlicher darüber zu diskutieren und zu streiten. Natürlich ist es schwierig, Frau von Storch einzuladen, wenn im Titel Rechtspopulisten steht. Aber eigentlich müsste sie hier sitzen, damit wir nicht über jemanden sprechen, sondern mit jemandem sprechen. Obwohl Frau von Storch letztens erst gesagt hat, dass sie nicht möchte, dass vor der AfD Rechtspopulisten steht. Also deswegen würde sie vielleicht nicht kommen. Man muss den Kompromiss finden, einen anderen Titel dann zu wählen. Aber dass wir mehr im Dialog quasi alles versuchen auszudiskutieren. Das ist sicherlich ein Punkt und vor allen Dingen, weil man ja merkt, das ist einfach ein sehr emotionsgeladenes Thema auch. Und ich würde gerne nochmal dieses, der besorgte Bürger, dieses Schlagwort, also wie geht man damit um, auch wie geht man dadurch mehr einfach auch in die Diskussion mit den Leuten, die das propagieren, die vielleicht auch diese Besorgnis schüren oder nutzen oder dabei auf Klischees und Stereotype zurückgreifen, weil es ja schon so ist, dass es
wenn man mal näher nachfragt, viele von den Thesen, die aufgestellt werden, fallen in sich zusammen, wenn man ein wenig die Faktenlage dahinter anguckt. Wie geht man damit um? Also Sie hatten ja auch konkret nach den Ergebnissen der Studie gefragt und wie man jetzt damit umgeht. Für mich klang da so ein bisschen mit, spricht man jetzt offensiv darüber oder schweigt man das, kehrt man es lieber unter den Teppich, wenn was Ungemütliches rauskommt bei einer Studie. Ich bin auf jeden Fall immer dafür, darüber zu sprechen und zu versuchen, auf eine sachliche Art und Weise dann aber auch ein bisschen weiter zu fragen und nicht nur dieses Ergebnis einer Ja-Nein-Frage zu sehen, im Zweifel, welches Gesetz ist für dich wichtiger, sondern versuchen Menschen, die das bejaht haben, dann weiter zu befragen, was bedeutet das für dich konkret? Und in ganz vielen Fällen sind da wahrscheinlich irgendwie spirituelle Verbindlichkeiten, aber von den Menschen ist überhaupt nicht zu erwarten, dass sie jemals in irgendeiner Weise sich dem Grundgesetz zuwider verhalten würden. Also ich würde sehr darum bitten, oder ich halte es für ganz schlecht, zu versuchen, unangenehme Wahrheiten unter den Teppich zu kehren, sondern sie müssen sachlich betrachtet werden, sie müssen benannt werden und dann muss, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, die Debatte irgendwie versucht werden, von diesem sehr emotionalen, hysterischen Ton weg hin zu einem sachlichen Ton gebracht werden. Also ich glaube, es gibt eine ganze Lebenswelt, die sich wahrscheinlich auch schon seit ziemlich langer Zeit auch nur mit Nachrichten umgibt, die in diesem panischen Ton geschrieben sind. Wer mal Politically Incorrect ein paar Tage gelesen hat oder immer mal in die Junge Freiheit oder die entsprechenden Medien reinschaut, der kann immer wieder da auch einfach, also allein an der Auswahl der Nachrichten, die berichtet werden und die Art und Weise, wie über sie berichtet wird, lässt, glaube ich, schon eine völlig andere Wahrnehmung der Realität über die Zeit hinweg entstehen. Und also wir haben zum Beispiel immer wieder natürlich E-Mail-Korrespondenzen mit Personen, haben letztens was gehört, wo über eine ganz banale Sache jemand von einer AfD-Anhängerin eine Entschuldigung für eine Aussage wollte und dann hat sich das hochgeschaukelt in der Korrespondenz bis hin zu der Aussage, er solle doch seiner Frau und seiner Tochter schon mal eine Burka kaufen, dann wüssten sie ja, wie das in 10 Jahren dann hier in Deutschland laufen wird. Und ich glaube, man kann über solche Aussagen irgendwie schmunzeln, aber für die Leute ist es halt die Realität. Sie glauben, dass das passiert. Und wenn man dann in den Kontakt tritt, muss man da erstmal ganz viel Beziehungsarbeit leisten und, glaube ich, wieder eine gemeinsame Gesprächsgrundlage schaffen. Und dafür sind eben also sachliche Gespräche meiner Meinung nach gut geeignet und auch als einziges geeignet. Sie müssten nach vorne kommen oder das Mikrofon einfach kurz nehmen. Ich muss erstmal meine Hose zurechtrücken. Guten Tag. Mein Name ist Heima Kutluer. Ich bin vom gemeinnützigen Verein Aufbruch Neukölln. Ich würde gerne die Perspektive von den Menschen, die dem Islam angehören, ändern und mal zu der Mehrheitsgesellschaft zurückkommen. Es war eine sehr schöne Übung, die wir hier am Anfang hatten, das Gefühl zu haben, jetzt gehöre ich der Minderheit an, jetzt gehöre ich der Mehrheit an, wie fühle ich mich denn dabei? Mein Herz pumpt jetzt ganz doll. Mein Herz hat vorhin sehr stark angefangen zu pumpen, als Frau Priester gesagt hat, ich darf sagen, ich bin gegen den Islam. Das darf ich sagen. Und mein Gefühl hat mir gezeigt, das sollte man nicht sagen. Warum haben die Situation, die Sie in den Koalitionen angesprochen haben, zu einer Verschlechterung der Gesellschaft geführt? Weil Kompromisse Menschen, die eine bestimmte Ansicht haben, nicht zu dem verhelfen, was sie wollen. Wenn die CDU immer regieren würde, würden die CDU-Anhänger sagen, ja, das haben wir jetzt durchgekriegt, 4 Jahre. Die nächsten 4 Jahre die SPD, ja, das haben wir durchgekriegt. Und jeder hätte immer alle 4 Jahre das Gefühl für sich gewonnen zu haben. Jetzt bei Koalitionssituationen kennen wir doch aus unseren Familien. Es ist nicht einfach, Kompromisse auszuhalten für die Situation. Jetzt gehen wir in der Geschichte ein bisschen zurück und gehen zur Wiedervereinigung. Es gibt hier Millionen Menschen, die mit angesehen haben, wie ihr Land aufgehört hat zu bestehen. Dann geht das Ganze eine Weile gut und dann bekommen sie mit, dass die Währung, die sie neu bekommen haben, die ist doch nicht so gut. Und dann gibt es eine andere Währung auf einmal. Das müssen sie auch mitmachen. Die Wessis kommen ins Land.
irgendwas ändert sich, das müssen Sie alles über sich ergehen lassen. Neue Konstellation, neue Kompromisse. Was ist denn die Identität der Deutschen? Sie haben sich mit sehr vielen Dingen hier befassen müssen und auf einmal entsteht eine Situation, Islam. Islam, das war doch, die stand doch mal vor Wien, irgendwie Osmanisches Reich. Wie war denn das? Das war doch nichts Gutes. Und dann schaukeln die Medien das Ganze so hoch, dass man ab und zu kleine Kinder bebildert, aber auch die riesengroße Angst vor dem Islam schürt. Der Islam ist zu kritisieren. Man muss an den Grundeinstellungen des Islams durchaus das Thema suchen. Ich bin daran interessiert, dass in einer Demokratie zu sagen ist, die Frau ist nicht unter dem Mann. Das Kind ist nicht unter der Frau und nicht unter dem Mann. Es gibt eine Gleichberechtigung in allen Bereichen. Das müssen wir miteinander diskutieren. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass ich außerhalb des Kreises stehe, wenn Frau Priester sagt, ich darf sagen, der Islam gehört zum Beispiel nicht zu uns. Das holt mich, als Beispiel, das holt mich aus dem Kreis des Menschen, der sich hier sehr wohl fühlt, heraus. Und das muss nicht sein. Wie weit ist das Zwischenmenschliche von uns verloren, wenn wir Gruppierungen bilden mit die? Das sind die ersten Schritte. Also erstmal zu erkennen, wer sind die Populisten? Was ist die Identität der Populisten? Warum ist es in Sachsen-Anhalt gerade so? Und der Islam, die Flucht, die Situation der Menschen, die ja auch von allen anderen politischen Mächten geschürt wurde, indem die Kelle da in diese Länder gesteckt wurde und schön rumgerührt wurde. Keiner verlässt sein Land einfach so. Und die Menschen kommen hierher und diejenigen, die hier so viel Veränderung erleben mussten in einem kurzen Zeitraum, haben diese Angst. Also reden wir offen miteinander. Was ist unsere Situation? Was ist die Situation der anderen? Darf ich fragen, von welchen Menschen sprechen Sie, die Angst haben? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich gehe jetzt nur von dem Populismus aus. Also wir müssen uns anschauen, wer sind die Populisten? Was für eine Historie steht hinter denen? Was haben sie durchgemacht? Okay. Aber dann, wenn ich jetzt auch gerade Ihren Anfang nehme und Sie sprachen von Koalitionen und etablierten Parteien und ähnliche Situationen wie in Familien, wenn man sich untereinander miteinander aussetzen müsste, das wäre dann ja ein Argument dafür, dass es ganz gut wäre, wenn jetzt zum Beispiel die AfD in die Länderparlamente steht, weil dann Menschen, die sie gewählt haben, mit ihrer Meinung vertreten würden und diese Dinge ausgesprochen werden. Ist das ein Weg, der gut ist, der erfolgreich ist, der gut sein könnte? Der ist unumgänglich. Ob er gut ist, das wird man sehen. Aber es gibt diese These, diese sogenannte Entzauberungsthese, nicht? Die besagt, also regt euch doch nicht so auf über den Populismus, lasst die doch mal ran. Und dann werdet ihr schon sehen, dass die sich sehr schnell entzaubern. Populisten sind klassische Antibewegungen, sozusagen große Klappe, solange es sie nichts kostet, solange sie gar nicht mitregieren müssen und Verantwortung übernehmen müssen, können sie natürlich also sehr polemisch auftreten und demagogisch. Sobald sie aber in einer Regierung tätig sind, zum Beispiel in Österreich war das ja eine kurze Zeit der Fall, müssen sie Verantwortung übernehmen. Das heißt, erstens können sie nicht alle ihre großmäulig verkündeten Ziele durchsetzen oder erreichen. Und zweitens müssen sie Kompromisse eingehen. Und viele ihrer Wähler und Wählerinnen verzeihen ihnen das nicht und wählen sie dann ab oder wenden sich anders, einer anderen Formation zu. Das zum einen. Ich denke aber, dass wir mit diesen populistischen Bewegungen in jedem Fall leben müssen, weil es rechts von der CDU, gerade unter der Kanzlerschaft Angela Merkel, ja überhaupt keine Formation gegeben hat bisher. Und ich denke, man sagt nicht zu viel, wenn man die Politik von Merkel als, ja, sagen wir mal, eher modernisierend und sozialdemokratisch sieht. Also ich sehe da keinen großen Unterschied zu einer Politik der SPD.
Und was machen Sie mit den Leuten, die aber in der Wolle gefärbte Konservative sind in diesem Lande? Die haben plötzlich keine Heimat mehr. Und genau diese Leute sind enttäuscht ausgetreten von der CDU oder wenden sich ab und wenden sich einer Alternative zu, die zufällig dann auch noch Alternative für Deutschland heißt. Diesen Hintergrund muss man ja auch sehen. Und dann würde ich doch ganz gerne noch zwei Dinge an Ihre Adresse loswerden. Sie haben sich nun sehr ins Zeug gelegt, um, wenn ich Sie überhaupt richtig verstanden habe, nachzuweisen, dass man Muslime natürlich nicht pauschal betrachten darf, was ich für selbst evident halte. Und zweitens, dass die Vorkommnisse da in Köln also so eindeutig gar nicht seien. Das mag zwar richtig sein, aber Sie werden doch nicht abstreiten können, dass es diese Art von öffentlichen Anfällen gegenüber Frauen im muslimisch-arabischen Raum durchaus auch gegeben hat. Denken Sie an die Vorkommnisse auf dem Tahrirplatz in Kairo. Das werden Sie doch nicht abstreiten können. Und jetzt können Sie natürlich sagen, ja, das ist nicht der Islam, das ist eine Minderheit. Natürlich ist es immer eine Minderheit. Aber wovon reden wir denn? Wir reden auch von solchen radikalen Minderheiten innerhalb einer Religion, von der ich nicht sicher bin, dass sie nur eine Religion ist, sondern auch ein Gesellschaftskonzept vertritt. Ja? Und das müssen wir mitdiskutieren. Das tun übrigens Katholiken auch. Ich bin fertig. Jetzt war ich zufälligerweise damals in Kairo auf dem Tahrirplatz und hatte auch die Gelegenheit, mir das näher anzugucken. Und in der Debatte wurde das auch zum Beispiel im neuen Buch von Alice Schwarzer, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, Der Schock, diskutiert und vergleicht, wo gesagt wird, Silvester ist unser Tahrirplatz, wo ich natürlich auch aus meiner Reportertätigkeit und als ausgebildeter Anthropologe, ich war auch mal an der Uni, methodologisch immer dafür plädiere, noch mal näher hinzugucken einfach und analytischer das aufzudröseln. Und das kann man deswegen nicht einfach auch so generalisieren, auch nicht auf den arabisch-islamischen Raum, weil man auf dem Tahrirplatz eine Situation hatte, wo F-16-Flugzeuge über den Tahrirplatz dann gedonnert sind und wo Schergen, die von einem, und das ist ganz wichtig, sehr religionslosen Regime auf den Tahrirplatz geschickt worden sind, um Frauen daran zu hindern, auf die Straße zu gehen. Warum gerade Frauen? Ja, weil den Körper der Frau oder Körper überhaupt zu kontrollieren, das ist doch überhaupt die Definition von Herrschaft. Sie waren schon richtig dran, den Körper der Frau zu kontrollieren. Genau. Nicht aber relativieren. Aber ich relativiere nicht, sondern ich versuche nur zu sagen, dass das ja nicht der Mullah von Kairo war, sondern das war Mubarak. Das war ein Partner des Westens, Regime, der, glaube ich, überhaupt nicht so viel mit am Hut hatte mit Salafismus oder Islamismus. Und das ist dann ganz wichtig, wenn man diesen Vergleich aufmacht, das dann aufzudröseln und zu sagen, das hat nichts oder nicht so was damit zu tun, wie zum Beispiel im Buch von Alice Schwarzer oder wie ich das von ihrer kleinen Analyse jetzt verstanden habe, mit Silvester zu tun. Genau hat das so wenig zu tun, was in Silvester in Köln passiert ist und was in Paris bei den Terroranschlägen passiert ist. Und ich glaube, das tut uns gut in der Debatte, wenn wir uns die Mühe geben, zu differenzieren. Ich habe mal ein Radiofeature gemacht über Salafismus und habe viele Leserbriefe bekommen, damals über den RBB. Jetzt müssen wir auch bei den Salafisten differenzieren. Also bitte, haben wir nicht genügend Probleme? Da muss ich sagen, leider ja. Also es sind Realitäten, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und es geht nicht darum, etwas zu entkräften, sondern es geht eher erstmal darum, etwas dicht zu beschreiben und dann darüber zu streiten. Es passt aber natürlich alles dazu, dass das einfach auch ein starkes Argument oder dass das starke Bilder sind und Vergleiche, die einfach zur Mobilisierung dienen. Natürlich. Also genau das. Klar, das macht dann auch was mit den Leuten, wenn plötzlich am 4., 5., 6. Januar Videos auftauchen vom Tahrirplatz, aber mit dem Titel, das geschah wirklich in Köln.
Und das kann man dann nicht mehr ausradieren. Das ist dann erstmal in den Köpfen drin. Und das ist dann eine Sisyphusarbeit zu sagen, ich gehe da hin und ich recherchiere das und ich versuche nochmal mit der Polizei zu reden, was wirklich passiert ist. Natürlich ist es auch ein kleiner Kampf gegen Windmühlen, den man aber führen muss. Das, so definiere ich meine Aufgabe. Wir haben jetzt noch, jetzt haben wir sogar 4 Meldungen. Ich würde die gerne mal zulassen. Bitte. Zu meinem Freund. Ich habe die Tora nicht gelesen. Was noch? Der Bibel und der Koran. Aber ich komme aus Detroit und ich war auf einer katholischen Schule und wir haben alles diskutiert, die verschiedenen Religionen über viele Jahre. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber nicht so viel wie du vielleicht. Sie hat gefragt, wer sind die Populisten? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich denke, hier, heute Abend, irgendwas fehlt. Und das für mich heißt, die historischen Zusammenhänge. Diese Leute sind nicht von nicht gekommen, eben. Aus dem Nicht. Aber Deutschland hat ein Problem. Es wird viel über Adolf Hitler geredet. Und diese Leute. Aber nicht über Bismarck oder Kaiser Wilhelm II. Ja. War er nicht ein Populist? Meinen Sie Hitler jetzt? Ich meine Wilhelm. Kaiser Wilhelm. Wilhelm. Ein Populist. Die erste Name in meinem Kopf war nicht ein Deutscher, ein Amerikaner, William Randolph Hearst. Und ja, es ist ein sehr kompliziertes Problem hier, ja, weil ich war Soldat hier. Und wenn wir reden von Populismus, wir müssen von den Tätern reden und auch von den Opfern. Und mein ganzes Leben lang habe ich das erfahren, dieser Populismus, wie man das nennt, und Rassismus und Diskriminierung und was auch immer. Ich bin nicht allein. Viele Frauen hier, von fast alle, oder viele Ausländer. Es gibt Diskriminierung in verschiedenen Formen. Aber warum? Ich habe Angst, weil für mich diese Tendenz war immer latent. Immer. Hier in Deutschland. Bevor den Zweiten Weltkrieg, bevor den Ersten Weltkrieg. Es hat seine Anhänger gehabt. Wie in vielen anderen Ländern. Und ich denke, wir müssen das in einem anderen Licht ansehen. Sie meinen mehr im Historischen auch ansehen. Genau, okay. Genau. Ohne das sind wir verloren. Okay. Okay. Dankeschön. Der nächste. Ja, noch einmal einen schönen Abend. Ich bin sehr froh, dass Sie den Unterschied zwischen Demokratie und Rechtsstaat aufgemacht haben. Ein Unterschied, der für mich auch wirklich sehr wichtig ist und sogar, glaube ich, in rechtspopulistischen Zeiten entscheidend sein kann. Ist lauter. Ist sie näher ans Mikrofon? Ja. Ich möchte ein Beispiel geben aus meiner eigenen Beratungspraxis. Gestern war ich bei der SPD in Zehlendorf. Und zwar war das Thema auch AfD-Rechtspopulismus, weil ja bekanntlich am 18. September die Wahlen sind für das Abgeordnetenhaus Berlin. Und die demokratischen Parteien sehr, ohne zu übertreiben, panisch sind, dass die AfD ins Abgeordnetenhaus einziehen wird. Daher ist unsere Aufgabe als mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin auch in diesem Bereich die Parteien oder die Aktivistinnen vor Ort zu beraten. Als ich dann gesprochen habe, gab es eine Meldung und eine Frage,
Und auch mit einem sehr konkreten Beispiel. Ja, natürlich darf ich doch dies und jenes im Islam kritisieren. Und zwar wurde das Beispiel gegeben eines konservativen muslimischen Mannes, der sich verweigert, einer deutschen Frau die Hand zu geben. Und an der Stelle habe ich dann geantwortet, dass auf dem Boden des Grundgesetzes dieser Mann alle Grundrechte der Welt hat, um einer Frau sich verweigern, das Recht zu geben. Und zwar wird das geschützt durch Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Und das ist die allgemeine Handlungsfreiheit. Warum? Man kann sich doch auch sehr gut vorstellen, dass umgekehrt auch eine Frau sich weigert, sich von einem Mann küssen zu lassen oder sich von einem Mann die Hand geben zu lassen. Und das ist genau der Unterschied zwischen Rechtsstaat und Demokratie. Wenn wir ein ernsthaftes Konzept von einem Rechtsstaat haben, ich bin im Übrigen auch Verfassungsrechtler, wenn wir ein ernsthaftes Verständnis von Rechtsstaat haben, dann müssen wir auch für diejenigen, die unser Weltbild nicht entsprechen, auch den Status eines Rechtssubjektes zusprechen. Das heißt, ein konservativer muslimischer Mann, um an dem Beispiel zu bleiben, ist auch beschmückt mit Grundrechten. Und die gelten auch in diesem Fall. Und das fand ich dann es hat mich etwas überrascht, weil das aus dieser Ecke kam, weil wir waren ja gerade dort, um eigentlich auch darüber zu reden, wie rechtspopulistische Diskurse eigentlich sogenannte frauenfeindliche islamische Praxen instrumentalisieren, um immer wieder den Islam, muslimische Kulturen oder Praxen zu stigmatisieren. An der Stelle würde ich gerne Frau Priester eine Frage stellen. Iman Atiyah, eine Professorin, vertritt die Meinung, dass eine Islamkritik erst dann glaubwürdig erscheinen kann, wenn eine Islamkritik Teil einer breiteren Religionskritik ist, die eigentlich bei der eigenen Religion anfangen könnte und sollte. Und daher ist die Frage, wenn Sie sagen, dass jeder Demokrat das Recht haben sollte, um gegen den Islam zu sein, ich kann mir ehrlich gesagt nicht ganz genau Ihre Aussage erinnern, ob Sie das personalisiert haben oder nicht. Ob Sie gesagt haben, ich habe das Recht oder jeder Demokrat. Würden Sie auch die gleiche Aussage treffen mit Bezug zum Judentum? Ich sage nicht Jüdinnen und Juden, sondern die Religion selbst, Judentum und Christentum. Selbstverständlich. Das, also ich bin eine der schärfsten Kritikerinnen des Katholizismus beispielsweise. Ja. Also, aber eine Aussage wie diese ist eine performative Aussage. Es geht in die Welt und es bewegt was. Und es bewegt in einem bestimmten Kontext. Ja. Und in der Hinsicht, glaube ich, wäre es nochmal überlegenswert, um solche pointierte Aussagen vielleicht doch anders zu formulieren. Und eine Frage habe ich noch an Sie. Ich habe eine Beobachtung, ich weiß nicht, ob Sie es teilen. Kurze Frage, oder nicht. Bitte, weil es sind noch zwei Wortmeldungen und wir kommen so langsam gegen Ende, deswegen kurze Frage, ja. Und er antwortet gerne. Glauben Sie nicht, dass im jetzigen rechtspopulistischen Diskurs eine widersprüchliche Tendenz zu beobachten ist? Nämlich, indem die AfD so einen Anti-Islam-Diskurs fährt, habe ich das Gefühl, dass die demokratischen Parteien langsam verstanden haben, dass es ein gewisser antimuslimischer Rassismus doch da sein könnte in der Gesellschaft. Oder anders gesagt, ist der Islam, weil die AfD gegen den Islam ist, nicht auch ein Gewinner? Das ist Ihre Diskurs. Frage. Es ist sehr pointiert und provoziert gefragt. Gewinner war das letzte Wort. Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Es ist eine sehr pointierte Frage und ich glaube, dass ich da zurückkommen möchte, was Frau Priester gesagt hat. Wenn es dann darum geht, sich zu beweisen, ganz konkret, dann verlassen wir diese Ebene von Ängste schüren und
über etwas sehr Abstraktes reden, vielleicht auch diese erfundene Realität beschreiben, hin zu etwas ganz Konkretem, was dann vielleicht doch nicht funktioniert. Und beispielsweise war ich einige Wochen in Marseille unterwegs und habe dort einen Bürgermeister vom Front National in Nord-Marseille begleitet, der ähnlich wie die AfD einen Islamdiskurs fährt und dann gewählt worden ist mit mehr als 50%. Zwar haben seine Wähler, hatte ich das Gefühl nach meiner Recherche, nicht einfach ihre Meinung geändert und haben gesagt, ja, okay, ich wähle den jetzt nicht mehr, weil ich finde den Islam so dufte. Aber sie haben gemerkt, dass dahinter nichts steckt. Deswegen bin ich natürlich immer noch skeptisch, ob das so monokausal ist. Lassen wir die mal machen und dann wird sich alles schon regeln. Aber zumindest steckt da schon was drin, dass in der Auseinandersetzung oder auch im demokratischen Spiel da sehr schnell auch, wie jetzt in Stuttgart zum Beispiel, gezeigt wird, dass das auch aus populistischer Sicht viel, viel komplizierter ist als monokausal mit dem Finger auf eine Gruppe oder eine Sache, ein Sachverhalt zu zeigen. Und wenn mir jemand sagt, ja, wir arbeiten darauf hin, dass es wieder normal wird, wie damals in der Bonner Republik, dann ist meine Antwort, tut mir leid, es wird leider nicht mehr, glaube ich, nicht mehr vorkommen. Also der Zug ist abgefahren. Genau, und man muss sich dann, wenn man Verantwortung trägt und Entscheidungen treffen kann, tatsächlich mit dieser komplexen Realität heutzutage auseinandersetzen. Und da würde ich sagen, bin ich guter Dinge, dass unsere Demokratie so stark ist, dass wir das auch aushalten. Frau Priester, Sie wollten noch? Nee, danke schön. Okay, alles klar. Dann wir haben jetzt noch drei. Wieder mal auf meiner Seite. Das wird das letzte Mal wahrscheinlich sein. Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Und wir haben jetzt leider noch drei Meldungen, deswegen meine Bitte an alle drei Personen, ganz wirklich kurz, eine Frage zu stellen. Dann oder ganz Sie noch kurz. Nehmen. Okay. Danke. Diese Frage an Frau Priester gerichtet. Frau Priester, würden Sie sagen, dass die Aussage, die Frau Merkel getan hat, wir schaffen das, auch dem Populismus zuzurechnen wäre? Es ist eine sehr simple Aussage von einem Menschen, der letztendlich für die Konsequenzen nicht bezahlen muss. Unbedingt und 100%. Wie bitte? Ich habe jetzt Ihre Antwort nicht verstanden. Unbedingt? Ist es populistisch? Oder ja. Und 100%. 100. Sehr schädlich, diese Aussage. Guten Tag, mein Name ist Paul Staatsmann. Ich bin Autor beim Vorwärts der Mitgliederzeitung der SPD. Das Thema heißt Flucht und Islam als Mobilisierungsthema. Wir haben jetzt sehr viel über den Islam diskutiert, auch zum Teil kontrovers. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal von den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern nochmal vielleicht erfahren, warum ist denn jetzt genau Flucht und Islam ein Mobilisierungsthema? Wir haben vorhin in der Definition des Rechtspopulismus gehört, es geht gegen die Eliten. Nun sind Geflüchtete zählen nicht gerade zur Elite, Muslime haben auch nicht gerade die beste Position in diesem Land. Das kann also schon mal kein Erklärungsgrund sein. Das war das andere gegen die sogenannten Schmarotzer, weil sie nicht zu einem Bruttoinlandsprodukt oder sowas beitragen. Ist das die einzige Antwort? Also vielleicht können Sie da noch mehr dazu sagen, weil also da musste auch noch mehr dahinter stecken, warum jetzt gerade der Islam, warum sich die Rechtspopulisten gerade auf den Islam einschießen und auch auf geflüchtete Menschen. Wunderbar, wir nehmen jetzt noch die letzte Frage mit und dann kommen wir sofort hier aufs Podium. Versprochen, ganz kurz. Svenja Michel ist mein Name, ich studiere an der Viadrina in Frankfurt-Oder European Studies und habe auch an Frau Priester eine ganz kurze Frage. Ich bin auf das Wort Korrektiv gestoßen in Ihrem Buch. Ich habe nur Auszüge gelesen, rechter und linker Populismus. Mhm. Und es passt ganz gut zu Ihrer Entzauberungstheorie, von der Sie vorhin gesprochen haben. Und ich frage mich, ob das nicht quasi ein bisschen zu einfach gedacht ist, zu sagen, der Populismus ist quasi was gerade recht gut in die Flüchtlings- und Asyldebatte passt, wird aber nach einer gewissen Zeit quasi wieder abnehmen, nach dem, was auch immer passiert. Ob das zu kurz gedacht ist quasi, dass man sagt, also es soll zwar korrigieren und auch als Opposition vielleicht irgendwann mal dienen, funktioniert aber tatsächlich nicht wirklich.
Okay, ich glaube, das sind auch zwei Fragen, die man ganz gut kombinieren kann. Frau Priester, fangen Sie bitte an. Ich fange mal mit dem letzten Statement oder der letzten Frage an. Das sind zwei Fragen, die Sie eigentlich gestellt haben. Das eine ist das Problem, das wird sich abschwächen, wenn man die an die Macht lässt. Und das zweite ist die Korrektivthese. Lassen Sie mich beginnen mit der Entzauberungsthese. Schauen Sie mal in Länder wie Finnland oder Norwegen. Dort haben Sie sehr starke rechtspopulistische Parteien. In Norwegen hatten die teilweise über 20%, liegen jetzt, ich habe nicht die letzten Zahlen, aber so um die 16%. Und in Finnland sind die sogenannten Finnen, ehemals die wahren Finnen, drittstärkste Partei. Die Schwedendemokraten haben übrigens auch nachgezogen, die lange Zeit. Und die Dänen habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber müssen wir jetzt nicht alles erwähnen. Ich meine nicht, dass dort die Welt untergegangen ist. Und ich meine auch nicht, dass diese Länder deswegen undemokratisch sind. Norwegische Fortschrittspartei ist eine klassisch nationalliberale Partei. So, warum soll man die nicht mitregieren lassen, wenn der Souverän, also das Wahlvolk, das so entscheidet? Ich sehe nicht, dass die morgen sozusagen einem Faschismus Tür und Tor öffnen oder Grundrechte abschaffen, wie das in Ungarn der Fall ist. Also man muss vielleicht das Spektrum doch auch sehr differenzieren. Mein lieber Kollege zur Rechten hat das Wort immer für differenzieren gebraucht und ich bin auch sehr dafür, dass man das tut, aber das muss man eben auch im Falle des Rechtspopulismus tun. Das eine ist nicht das andere und es sind auch zum Teil unterschiedliche ideologische Familien mit unterschiedlichen Hintergründen. Das zweite, die Korrektivthese. Ich bin nicht die Einzige, die diese These vertritt. Frank Decker vertritt sie auch und viele andere, also auch ausländische Populismusforscher. Das ist ein demokratietheoretisches Problem. Die Korrektivthese besagt, wir haben uns zu sehr also in eine Richtung entwickelt, wo das Volk als Souverän ja eigentlich überhaupt nicht mehr gefragt wird und nicht mehr Mitspracherechte hat, außer formal alle 4 Jahre dem Wahlakt. Aber was passiert dazwischen? Und es ist offenbar so, dass seit den 70er, 80er Jahren ein stärkeres Bedürfnis nach demokratischer Partizipation im Raum steht. Das sehen Sie an neuen sozialen Bewegungen, das sehen Sie an Stuttgart 21 und verschiedenen anderen. So, also was spricht denn dagegen, wenn man jetzt beispielsweise Elemente der direkten Demokratie mit aufnehmen würde? Und wenn man aber auch nur dieses Ansinnen in den Raum stellt, bin ich sicher, dass man sehr schnell als Populist geohrfeigt wird, weil Demokratie im westlichen Spektrum ist parlamentarische Demokratie und nichts anderes. Ja? Und da denke ich, ist Populismus insofern ein Korrektiv, als er den Finger auf einen bestimmten Missstand oder auf bestimmte nicht behandelte Themen oder nicht gehörte Stimmen legt, die ich im Sinne einer funktionierenden Demokratie für nützlich halte, dass sie mitgehört werden. So, jetzt zu dem Mobilisierungsthema. Ich weiß nicht mehr, aus dieser Ecke kam das. Ja, gut. Also, da muss man etwas weiter ausholen. In allen Gesellschaften, und ich sage bewusst in allen, also Gesellschaften können gar nicht anders funktionieren, als durch eine Polemisie oder eine Polarisierung zwischen wir und den anderen. Durch eine Abgrenzung, wer sind wir als Deutsche oder als Düsseldorfer oder als Berliner oder als was auch immer und wer sind die anderen und wo liegt die Grenze und unter welchen Bedingungen können die anderen dazukommen zu uns. Also, nun ist es ja bekannt, dass wir bis 1989, bis zum Fall der Mauer,
eine sehr starke polarisierende, weltpolitisch polarisierende Situation hatten. Wir, der freie Westen, gegenüber denen da drüben jenseits der Mauer, und es waren eben die undemokratischen, totalitären, kommunistischen Diktaturen. In dem Moment, wo dieses östliche Lager, also unser Feind, an dem wir uns ja definiert haben, wir definieren uns über den anderen, in dem Moment, wo dieser andere wegfällt, war plötzlich ein Vakuum. Ja, wo stehen wir denn nun? Wer sind wir? Und es gab abenteuerliche Thesen kurzerhand, also ich denke da an so Autoren wie amerikanische Autoren wie Fukuyama, der Fukushima oder ich weiß nicht, also ein japanischstämmiger amerikanischer Autor, der behauptet hat, das ist das Ende der Geschichte, der freie Westen hat gesiegt und danach gibt es überhaupt keine Geschichte mehr. Ja, Pustekuchen, so war das überhaupt nicht. Und es konnte nach Lage der Dinge, so wie eigentlich jeder Historiker das auch weiß, konnte es gar nicht so sein, weil sofort nach dem Wegfall des Erzfeindes oder des Primärfeindes ein neuer Feind her musste. Und dieser neue Feind ist der Islam. Und wenn Sie das historisch etwas verfolgen, werden Sie feststellen, dass etwa genau um 1995, 2000 das Islam-Thema überhaupt aufkam. Und es war dieser niederländische, ich bin immer versucht zu sagen holländische, aber dann heißt es immer, nein, die Holländer sind doch nur ein Teil der Niederlande. Also gut, des niederländischen Populisten Pim Fortuyn, der dieses Thema aufgebracht hat als der globale Andere, als das Andere oder sagen wir mal die Negativfolie zu dem, was der Westen glaubt, dass er sei. Also, die Definition lautet, wir sind die Freien, die Toleranten, die Pluralistischen. Wir diskriminieren nicht mehr, muss ich doch relativierend sagen, nicht mehr Frauen und auch nicht mehr Homosexuelle, jedenfalls nicht im öffentlichen Diskurs. Das passiert naturgemäß nach wie vor, aber im öffentlichen Diskurs nicht mehr. So, das ist das Selbstbild, was wir von uns haben. Und das Gegenbild ist jetzt in jedem einzelnen Punkt genau das andere. Also intolerant, antipluralistisch oder monistisch und so weiter und so weiter. Ich muss das jetzt nicht ausführen. Und diese, man mag das bedauern oder nicht, aber Gesellschaften funktionieren so, dass sie jeweils einen anderen haben, einen anderen brauchen auch, um sich selbst zu definieren. Und das ist ein bisschen der Hintergrund. Der Wegfall des Kommunismus als das große Andere hat ein Vakuum geschaffen, ein kurzfristiges Vakuum, in das sehr schnell der Islam hineingeschoben wurde. Ne? Und das jetzt als Mobilisierung dient. Danke. Ja, natürlich. Vielen Dank. Dann noch kurz von Ihnen beiden dazu. Es wird schon gleich als Abschlussstatement gelten, weil wir schon am Ende unserer Zeit sind. Bitte, Frau Beck. Also ich würde vielleicht gerade auch auf diese Themenfrage ergänzend zu diesem ganz großen Bild, was Sie, Frau Piste, jetzt schon gezeichnet haben, nochmal erinnern. Die Alternative für Deutschland zum Beispiel ist ja nicht explizit als Anti-Islam-Partei gestartet, sondern hatte eigentlich immer wieder Kampagnenthemen, die ganz andere waren. Es war erst eine Anti-Euro-Partei. Sie hat die Griechenland-Krise ganz stark mitgekommen und dann kamen die Geflüchteten nach Deutschland und es war natürlich ein gefundenes Fressen. Und meine These wäre sogar eher, dass das Islam-Thema immer ein Thema sein wird, auf das die Rechtspopulisten zurückgreifen können, wenn gerade keine andere große Krise ins Haus steht. Das ist so ein Dauerbrenner, der immer funktioniert, aber auf jedes neue Thema, was kommt, werden sie wieder genauso aufspringen. Das sind ja, ist genau diese inhaltliche Flexibilität, die Sie am Anfang beschrieben haben. Und da sind eben diese beiden Themen, zum einen Islam, kulturelle Identität und zum anderen Volksentscheide, direkte Demokratie, zwei Dauerbrenner, die immer funktionieren, unabhängig vom Weltgeschehen. Ich finde ja die Forschung von Frau Priester total wichtig, auch im Sinne von einer Dekonstruktion dieser alten bipolaren Weltsicht, die eigentlich schon auch bei der Frage von dem Kollegen von Vorwärts, habe ich das richtig gehört, dann wieder führt,
Ich glaube, Populismus basiert ganz oft auf sehr einfachen, bipolaren Weltsichten. Und immer dann, wenn es kompliziert wird, rennen sie alle weg. Beim Brexit sind sie jetzt auch irgendwie zumindest die ganz wichtigen, auch direkt irgendwie ein, zwei Tage später weggerannt, wo das auch für die Wähler einfach gegenüber den Wählern sehr unfair ist. Also raus, 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 und wenn wir raus sind, dann gehen sie einfach, finde ich auch, würde ich mich auch irgendwie ein bisschen an den Kopf fassen. Ich muss gestehen, dass ich Ihnen jetzt nicht so ganz folgen kann. Wer ist denn weggegangen? Boris Johnson ist ja nicht der mehr... Ja, der hatte ja... Kann man sagen. Der ist Herr Farage hätte ja auch bleiben können, hat sich für sein eigenes Leben dann entschieden. Das sind nur Beispiele dafür, dass es halt dann mit diesen ganz simplifizierten Weltbildern dann doch nicht funktioniert, wenn es ganz konkret wird. Ja. Yeah. Und differenzieren ist tatsächlich ein sehr schönes Wort. Und da würde ich auch beim Wort Populismus gerne differenzieren und zum Abschluss kurz darstellen, warum ich das Wir schaffen das nicht als populistisch darstellen würde. Weil das laut meinen Recherchen und das, was ich mitbekommen habe, tatsächlich eine Abwägungssache gewesen war. Ich war in Budapest und wir Journalisten wären die Ersten gewesen, wenn da jemand am Bahnhof Keleti gestorben wäre und da waren Leute wirklich kurz davor, dann wäre ich der Erste gewesen, der gesagt hätte, Merkel muss weg, weil sie das zugelassen hat in einer Europäischen Union, die da zu diesem Augenblick einfach nicht funktioniert hat. Und ich glaube, die Kanäle, die mir zur Verfügung stehen, auch ins Kanzleramt, dass das nicht einfach so eine emotionale, populistische Aussage gewesen ist, sondern das ist ganz kompliziert. Mit einem christlichen Hintergrund, mit einer realpolitischen Grundidee, mit auch einer Abwägung, was verliere ich denn da? Und da wäre ich dann bei Ihnen, ich glaube, sie hat sehr viel zu verlieren, auch wegen dieser Aussage. Und ich glaube nicht, dass sie es sich einfach leicht machen kann, zu sagen, ich lasse jetzt mal da so eine Million, was auch nicht so stimmt. Wir wissen nicht, ob es eine Million ist oder nicht, rein und nach mir die Sintflut. Ich glaube, das sind sehr komplizierte Abwägungen, die wir scharf trennen müssen, wenn wir über Populismus reden, weil das sind nochmal andere Paar Schuhe. Das. Gut, ich glaube auch, dass wir jetzt noch eine neue Podiumsdiskussion, in die wir jetzt, glaube ich, leider nicht mehr einsteigen können, weil es ist 8 Uhr, die Zeit ist um. Obwohl es jetzt gerade richtig spannend wird, aber ich denke, wir haben ein bisschen... Das können wir auch weitermachen. Ich muss nur mal zwischendurch aufs Klo. Nee, ich glaube, wir haben hier einen festen Zeitrahmen. Außerdem stehen da hinten schon leckere Sachen für Sie aufgebahrt und da können Sie nämlich sehr gerne noch weiter diskutieren. Und alle, die vielleicht noch... Es gibt Eis, habe ich gehört. Es gibt Eis. Mit Eis. Ja, wenn das so ist, dann machen wir doch mal Schluss hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you.